Frühling. Das ist Melody, das ist eure Version gewesen und ich habe ein bisschen Style für eure Version. Und jetzt singe ich Fairyland. Schmetterling. Fjärilen flyger bland blommor små, flyger till alla och hälsar på. Flyget har fattet det vår solens sken, gömmer sig sen bakom en liten gren. Fjärilen flyger bland blommor små, flyger till alla och hälsar på. Alltså, det är min start. Här är det så. Här är det så. Lustigt att hinna. Hej! Til mine gejsenshop. Tjus, tjene frilling. Så, jeg tænkte alle hende drin. To sige med en karton regn. Hilsen her, lukkes du. Hilsen, kom. Kan sige langsomt, einfach da rausgå. Og dann vil sie sige, dass sie, dass sie sehr so her sich. Ersten Tag trauen sie manchmal gar nicht aus dem Häusli da. Ist gut hier und langsam selber verstehen. Kommt, Hilsen. Und so schön da. Und heute Abend bin ich dann früh um zu machen und da war überwachen. Und nachher werde ich einen Fuchs fangen in diesem Haus. Und den Marder, ich werde auf die warten. Freue mich. Ich kann ihn jetzt schon umbringen, nachdem dass ich so viele Hühner verloren habe. Sagen wir mal, ob ich eine Jägerin bin. Tschüss! Ich habe den Fuchs. Das ist leider so, dass der so viele Hühner für uns genommen hat. Und so kann ich nicht leben. Wenn ich eine halbe Stunde nicht zumache, dann kommt der. Jetzt ist er leider tot. Du musst mal angreifen, wie ich da stehe. Da mal angreifen. Ich wollte nur mal lässige Hosen zeigen. Sie sitzen ganz angenehm. Also musst du nicht viel denken, was du für einen Mann hast. Und hinten sind sie super. Cool, hä? Hatte nie so etwas. Tschüss! Meine coole Hosen. Ciao! Jetzt habe ich den Fuchs. Leider aber ist es wahr. So, und jetzt da. Jetzt haben wir kein Licht, aber da ist der Fuchs. Ich saß und habe gewartet, bis der einen Huhn genommen hat. Und dann habe ich zurückgemacht. Es ist schon gefangen. Beim Hühnerrest. Tschüss, nicht so laut jetzt. Tschüss. Neue Hühner gibt es hier. Der Fuchs und der Marder waren da. Zwei Tage noch danach. Der Fuchs ist gekommen, bevor die Sonne runtergegangen ist. Hat einige rund, die waren noch draußen. Und der Marder, ich war eine halbe Stunde zu spät. War schon dunkel, eine halbe Stunde. Zwei Hühner hatte ich schon ausgesaugt. Brauche ich noch mehr? Jetzt habe ich 15 neue. Zusätzlich. Das sind weiße mit bis später.
som man noch nicht glauben, was gestern passiert ist. Aber wir haben einen Fuchs gefangen. Ui, wir haben viele Jahre jetzt probiert mit Fuchsfalle, mit dem Jäger. Und jetzt letzte paar Wochen, habe ich so viele Hühner verloren. Richtig verrückt wurde. Und gestern Abend habe ich mir entschieden, fange den Fuchs. Und da ist er. Ich habe den Fuchs gefangen. Ich habe vor mir gesehen, wie ich machen soll. Plötzlich habe ich eine gute Idee gehabt. In letzter Zeit bekomme ich immer super Ideen. Also ich sehe vor mir, wie ich das machen soll. Und wie ich das vor mir gesehen habe, bin ich so vorgegangen. Wir haben so eine super Lücke zum Aufmachen und hin und her. Und die habe ich offen gelassen. Das, statt die Fuchsfalle habe ich die als Falle genommen. Mit lebendigen Körper. Und da bin ich gesessen. Habe gewartet, bis der kommt. Halb eingeschlafen. Ich habe so ein Gesicht und ich war so nervös. Eine Stunde Herzklopfen gehabt. Und immer gewartet und plötzlich, nach etwa eineinhalb Stunden, die Kinder waren so laut und das hat so viele Störungssachen gehabt, aber nachher plötzlich hat ein Huhn angefangen zu schreien. Dann habe ich gewusst, jemand ist drin, Marder oder Fuchs. Lücke zugemacht und schnell in und Licht gemacht und was sehe ich da? Ein riesiger Fuchs. Und dann haben wir noch einen Aussatz von Schiss von mir. Und ich habe Schiss gehabt. Ich habe so viel vorbereitet mit so vielen Graben und zum Schlagen und Messer und alles Mögliche angefangen. Und dann hat er so, wenn der mich angreift und beißt, dann habe ich nachher einen Hund. Ja, nein. Und dann habe ich dann gerufen um Hilfe. Und dann haben wir wirklich im. Als Frust, dass 20 Hühner jetzt weg sind, was auch sehr, sehr teuer ist. Problem mit Lieferungen. Haben wir einfach auf den Kopf geschlagen. Bis der nicht mehr können. Und nachher habe ich mit dem Messer da die Halskehle durchgeschnitten. So wie beim Fisch. Einfach geschaut, dass es schnell wie möglich stirbt. Weil mir tut es auch leid. Hat ja irgendwo kleine Jungs. Mädchen, Kinder, die warten auf das Essen und der muss arbeiten jeden Tag. Ich arbeite hart, oder? So viel Essen jeden Tag so zusammenbringen. Aber ich kann das auch nicht mehr zulassen. Aber jetzt, einen Fuchs gefangen. Traurig und dann muss ich sagen. Tschüss! Lilla räven, akta dig, akta dig, akta dig. Lilla räven, akta dig, jag kommer att ta dig. Jag lovar dig! Lilla räven, akta dig, akta dig, akta dig. Lilla räven, akta dig, annars tar jag dig. Tyvärr måste jag böta om 20 hönor har jag förlorat. Så nu var det slut på det. Och det värsta, han kom inte bara på natten. Det är inte nog inte när ska komma. Han kom även på dagen på slutet, så då gick det inte längre. Jag kunde inte sitta och vakta hönorna hela dagen. Så nu tyvärr, leider, måste jag den fangen. Tjus! Lilla maden, akta dig, akta dig, akta dig. Lilla maden, akta dig, jag kommer att ta dig. För att du tog så många hönor. Tjus!
flickan är låget. Flickan är leptierlig. Sissi jäger in. Si frisk är en tierlig. Nej, man har sin kanin. En häslig baby. Nej, häslig bra. Alldeles gass. Jäger in. Nej. Kom. Lept alltså. Det är alltid kleine jäger in. Jag brukar bese. Jag kan se inte helt för dem med en bok som marder. Så vi där labons mitt och det ska lära er vad som stressiga machen. Han var själva er de marder och de fuchs här selber av ombringen hus. Mach da dich. Lucke zu und nachher. Wird gemetzget. Ich habe schon Waffen aufgestellt. Ja, alles dabei. Fuchsfälle hat bis jetzt gar nichts gebracht. Teure Fuchsfälle. Der Fuchs weiß genau, was da passiert. Die sind nicht dumm. Okay, so gehen wir. Tschüss! Så jag ska säga nach oben. Alle sehen. Eine von der kleinsten, was ich je gesehen habe. Aber die haben modernisiert, jetzt kann man da drucken zum Aufmachen. Okay, tschüss.